Willkommen in der Moby Dick Schule. Unser Thema sind analoge Endgeräte. Leider ist es so, dass man also immer analoge Endgeräte vorfindet und die irgendwie anbinden muss. Das typischste Gerät ist wohl das Fax. Also überall steht irgendwo ein Faxgerät rum, das unbedingt wieder an die Telefonanlage dran muss. Alles ist schön, IP, VoIP, keine Ahnung. Aber das analoge Fax muss wieder gehen. Dazu schauen wir uns ein paar Konzepte an. Als allererstes, wie kann ich überhaupt analoge Geräte durch die Moby Dick routen? Dazu brauche ich ein Beronet-Gateway oder ein Patton-Gateway. Und bei Patton, also ein analoges Gateway, bei Beronet brauche ich bloß ein analoges Modul, um Analoggeräte anschließen zu können. Jetzt gibt es aber hier zwei verschiedene Arten des Routings und das ist ganz wichtig zu verstehen, das sieht man hier in unserer Wiki in der Grafik. Ich versuche das mal zu erklären. Es kommt ein Anruf vom Amt herein, geht quasi auf die Bero-Box und wird direkt auf der Box geroutet und geht dann zum Faxgerät wieder hinaus. Das heißt, in Wahrheit wird der Call niemals in SIP gewandelt oder in IP gewandelt, sondern der wird direkt vom Dialplan der Box abgehandelt. Das ist sehr, sehr wichtig. Moby Dick kann sowas und man kann das einstellen an der Box, dass das direkt geroutet werden soll. Und welchen Vorteil hat das? Durch die Nicht-in-IP-Wandlerei ist das Fax viel, viel zuverlässiger. Man kann zwar das in IP wandeln, aber es bleibt ja ein Gepiepse durch die Leitung. Und wenn da mal was eher ankommt oder ein bisschen Drops irgendwo sind, ist das Fax schon kaputt. Es gibt kein Korrekturverfahren an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich es über SIP-Strecken route, wird es kaputt gehen. Als Alternative gibt es T38, das ist ein anderes Thema. Aber die einfachste Möglichkeit, das einfach zu gestalten ist, ich route direkt auf der Box den gesamten Call und habe somit keine Probleme. Wo ich das sogar unbedingt machen muss, ist, wenn ich ISDN-Daten übertragen möchte, kann ich auch den direkten Weg wählen, nicht über SIP. Und dadurch kann ich auch wirklich ISDN-Daten übertragen. Es gibt also keine Möglichkeit, ISDN-Daten in SIP zu konvertieren. Das ist nicht ganz richtig. Es gibt ein Protokoll von Cisco, das das macht und einen extra Codec dazu, der das dann transportiert. Aber standardmäßig in der Moby Dick kann man das nicht. Und das ist ganz wichtig, das über die Beronet-Box dann direkt zu routen. Das bedeutet also direktes Routing auf der Box. Alternativ dazu haben wir das hier. Das heißt, der Anruf kommt rein vom Provider, geht durch die Box durch, nimmt seinen normalen Weg über die Moby Dick, geht wieder zurück zur Box und dort in das Endgerät hinein. Was ist da der Vorteil oder warum sollte ich sowas machen? Ich sollte sowas mit Faxen, wie gesagt, und ISDN-Daten, wenn es irgendwie geht, sowieso nicht machen. Warum ist es dann aber trotzdem sinnvoll, wenn ich das zum Beispiel mit einem Telefon mache? Ich habe ein Krankenhaus oder ein Hotel mit sehr vielen analogen Endgeräten und dann ist es durchaus sinnvoll, dass ich diese ganzen Analog-Calls über die Moby Dick leite, weil dann habe ich den Call voll im Griff, der geht über die Moby Dick. Ich kann Geschäftszeiten prüfen, ich kann Skripte ausführen, ich kann irgendwelche Dinge machen, ich kann CDR-Daten schreiben, also Abrechnungsdaten schreiben. Das kann ich alles nicht, wenn ich es direkt über die Box route. Also bei Telefonen, analogen Telefonen, kann es durchaus sinnvoll sein, den Weg über die Moby Dick zu wählen. Das ist also ein ganz wichtiges Grundkonzept, dass ich direkt routen kann, direkt über die Box. Und indirekt, ich gehe also über SIP und über die Box und wandle das Ganze. Das ist jetzt der Theorieteil. Jetzt schauen wir uns den Praxisteil an, wie ich das denn anlege. Ich habe hier die Moby Dick aus unseren vorangegangenen Tutorials und habe hier schon das Gateway angelegt in der Gateway-Liste. Wir haben auch schon ein ISDN-Amt dran, alles in den vorangegangenen Tutorials erledigt. Und hier habe ich die Belegung. Da habe ich nur bisher belegt, mein eines ISDN-Amt. Was heißt eines? Drei Anschlüsse hat das, aber halt nur das ISDN-Amt. Jetzt füge ich hinzu und da sieht man schon, also ich habe ein analoges und ein ISDN-Modul, da sieht man schon die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Ich kann jetzt sagen, ich will ISDN da irgendwie dran machen oder ich will unser Thema analog, ich will was Analoges da dran machen. Und hier sieht man, ich kann ein Fax direkt und das direkt bedeutet, es wird direkt auf der Box geroutet.
Dann kann ich noch ein Telefon direkt anschließen, das heißt, es wird direkt auf der Box geroutet. Und hier kann ich sagen Telefon per SIP, das heißt, es kommt rein, wird über die Moby Dick in SIP gewandelt und geht wieder zurück zur Box und ich habe alle Features der Moby Dick für dieses Endgerät zur Verfügung. Der häufigste Fall, den wir haben, wird Fax direkt sein. Darum machen wir das jetzt mal. Ich benenne das Fax sinnvoll. Naja, sinnvoll habe ich eigentlich gesagt. Fax OG 1. Dann muss ich aussuchen, an welchem analogen Port das dranhängt. Sagen wir diesen hier. Und sage OK. Meine Bezeichnung darf keine Leerzeichen enthalten. So. Jetzt wird es schön. Fax OG 1 hängt an diesem FXS-Port. Das ist jetzt aber nur die halbe Miete. Es gibt jetzt Forum-Fragen und so weiter, die denken, jetzt wäre es fertig, weil ich habe doch den Port konfiguriert und ich stecke jetzt das analoge Gerät hier an und warum funktioniert es nicht? Nein, das ist genauso wie beim Amt. Wenn ich auf der Berofix was konfiguriere, stelle ich lediglich die Hardware ein. Wie soll die Hardware reagieren? Das Gerät oder das Amt muss ich dann immer noch separat anlegen und sagen, verdrahte es mir mit diesem Port, den ich vorher konfiguriert habe. Das heißt, ich speichere jetzt hier. Die Jobs sammeln sich hier fröhlich, das kann man so lassen. Die wende ich dann an, wenn ich mit allem fertig bin. Gehe jetzt in die Endgeräteliste rein und füge mir hier ein neues Endgerät hinzu. Da kann ich sehr viele Endgeräte auswählen, die ich hier habe. Das ist aber so gruppiert, dass ich jetzt sage, via Berofix Gateway, dann weiß ich schon, okay, es können jetzt nur die paar Dinge sein, die mit Berofix gehen. Und da kann es auch nur das sein, was ich gerade vorher konfiguriert habe. Das heißt, Berofix Gateway, analoges Fax direkt, möchte ich jetzt wirklich anlegen. Und da kann ich mir aussuchen, an welchem Port. Und da habe ich den vorkonfigurierten Port, der heißt jetzt so, wie ich ihn vorher benannt habe. Und ich weiß, dass der an dieser einen Beronet-Box dranhängt. Ich gebe dem jetzt nochmal eine Bezeichnung, also dem Gerät an sich. Fax OG 1. Jetzt gebe ich dem Ding eine Durchwahl, 23, eine Caller-ID-NUM, die könnte davon abweichen, also ich könnte was anderes nach außen simulieren, als ich intern habe. Hier ist es auch wichtig, dass es direkt auf der Box geroutet wird. Kann ich hier zum Beispiel meine gesamte Rufnummer angeben, 991-123-123-23 von mir aus. Dann gibt es noch etwas Wichtiges zu verstehen. Ich bin jetzt auf der Box und route das direkt auf der Box. Wenn jetzt der Anruf hier reinkommt und geht da durch und geht hier wieder raus an die analoge Schnittstelle, bräuchte ich eigentlich keine Null vorwählen. Wenn jetzt aber meine Benutzer gewohnt sind, dass sie eine Null vorwählen, kann ich bei dem Direct-Routing hier eine Null angeben. Das bedeutet jetzt, ich muss trotzdem künstlich hervorgerufen eine Null wählen, damit die Usability einfach erhalten bleibt. Da das auch direkt auf der Box geroutet wird, kann ich jetzt hier sagen, was mit dem Amt passieren soll. Hier steckt ja an dem grauen Kabel noch das Amt mit dran. Hier steckt das Amt an dem grauen Kabel. Und da kann ich jetzt sagen, wenn da ein Fax rausgeht, an welchem Amt geht denn das raus? Welches Amt soll denn das benutzen? Und beim Eingehen kann ich sagen, mit welchem Amt wird das auch hier verdrahtet. Das heißt, wie funktioniert das direkte Routing? Im Prinzip speichere ich ab und jetzt kann ich alle meine Jobs abtreten und er konfiguriert mir hier dieses analoge Endgerät und nachdem die Box wieder gebootet hat, die muss zum Provisionieren booten und so weiter, sind wir auch schon komplett fertig und haben das analoge Gerät direkt angebunden. Das war's für dieses Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es wie immer in der Moby Dick Schule. Schaut dort vorbei. Wir haben dort Videotutorials, wir haben dort Webinare, Online-Schulungen, Vorortschulungen. Vielen Dank fürs Zuschauen.